Ach, naja, ich hatte ja schon gesagt, ich werde es mal mit dreistelligen probieren. Ich werde dann noch ein vierstelligen Divisor machen. Achtung, wir machen es wie hier oben. Die gleiche Tippeltappeltour. Wir werden hier unsere Nebenrechnung machen. Und falls wir was vergessen, weil halt zu viel übrig geblieben ist, na und, dann merken wir uns das hier und zählen hinterher zusammen. Probieren wir es mal aus. Ich habe die Aufgabe eben schnell mal mit mir selber ausgedacht mit dem Taschenrechner. Ich weiß nicht, wie sie geht. Deswegen, in die 172, wird die 352 nicht reinpassen. Wir brauchen eine vierstellige Zahl. Was machen wir aus, also hier, Moment, hier, diese Zahl. Bis hierhin müssen wir gehen. Was machen wir daraus am besten? Na ganz einfach. Wir machen Folgendes draus. Das sind einfach 1700. Wir nehmen zwei Nullen. Na, mal wegmachen wieder. So, also, Nebenrechnung ist folgt. Aus 1721 machen wir einfach 1700. Und hier aus der 352 könnte man sonst was machen. Nach allen Regeln der Kunst, Rundungsregeln, würde ich hier nicht vorgehen. Lieber ein bisschen größer machen. Einfach durch 400. Warum? Durch 400 heißt, ich kann mal was vergessen und kann, nochmal gucken, und kann hier mit solchen gemerkten Zahlen mir letzten Endes das Ergebnis immer noch hinbasteln. Wenn ich das zu genau mache, muss ich zu lange überlegen und zu lange probieren. Okay, wir streichen mal schon zwei Nullen weg, denn die 400 hat auch zwei Nullen, die 1700 auch. 17 durch 4, 4, das müsste gehen. Wir schnappen uns also die 4. Tippeltappeltour. Achtung, wir fangen an der Stelle an. 4 mal 2 ist 8. Hier hinschreiben. 4 mal 5 ist 20. 20. Hier eine kleine 2 merken. 4 mal 3 ist 12 und 2 ist 14. Oh, was macht denn mein Stift hier? Na gut. So, abziehen den Kram. 11 minus 8 ist 3. 2 minus 0 minus 1 ist 1. 7 minus 4 ist 3. Kontrollieren. Knapp, ne? Es hätte bald 5 mal reingepasst, 313, 352 ist nicht so viel Unterschied. Egal. Jetzt wird die Zahl noch ein bisschen eklig erscheinbar, weil wir haben jetzt hier 3132 durch 352. Cool bleiben, Leute. Zwei Nullen draus machen. 3100 ist die Nebenrechnung. Geteilt durch 400. Entschuldigung. Schwupp, schwupp, wir können wieder zwei Nullen immer paarweise wegstreichen. Wenn zum Beispiel da steht 310 durch 400, bloß mal angenommen, das ist jetzt falsch, dann kann ich nur paarweise eine Null wegstreichen. Ne? Also macht keinen Fehler hier mit den Nullen. Nicht freudig hier alle Nullen immer wegstreichen, immer paarweise. Habe ich hier eine, habe ich hier eine, habe ich hier noch eine, habe ich hier noch eine. Sonst nicht mehr. In die 31 passt die 4, na, die hätte bald 8 mal gepasst. Wir können es mal probieren, aber ich sage, wir probieren es mit der 7. Denn 7 mal 2. Wie gesagt, es kann nichts passieren, wenn ich nicht zu groß, das Ergebnis nicht zu groß wähle, kann eigentlich kaum was passieren. Denn vergessene Ergebnisse schreibe ich mir drunter. 7 mal 2, 14. 7 mal 5, 35 und 1 ist 36. 7 mal 3 ist 21, 3 ist 24. Oh, irgendwas stimmt hier nicht. 12, ne? 2 minus 4 geht ja nicht. 12 minus 4 ist 8. 3, das wird auch nicht gehen, brauchen wir wieder einen gemerkt. 13 minus 6 ist 7, minus 1 ist 6. 11, können wir uns wieder merken. 11 minus 4 ist 7, minus 1 ist 6. Und hier ergibt sich nichts. Ach, siehst du? Jetzt haben wir wieder den Fall. Die 350 hätte doch locker nochmal reingepasst. Na und? Schreiben wir es nochmal hin. Ne? Einfach drunter schreiben. Bevor ich hier eine 8 drüber schmiere, hier alles verschmiere. Hier müsste ich sonst auch alles verschmieren. Eins drunter schreiben. 1 mal 352. Das kann ich gleich drunter schreiben, muss ich nicht rechnen. Selbst wenn ich Quatsch machen sollte und das würde sogar doppelt nochmal reinpassen, na und, dann schreibe ich hier eine 2 drunter oder noch eine 1. Wir ziehen ab. 6, 1, 3. Die 8 ist dran mit verwurstet zu werden. Jetzt hatten wir hier 3.168. So viel Unterschied ist es gar nicht. Das müsste geschätzt viermal reinpassen. Ne? Aber okay, wir machen hier, machen wir mal frech 3.200 draus und teilen das Ganze durch 400. Wie oft passt die 400 da rein? Nullen wegstreichen, übersichtlicher. 32 durch 4 ist 8. Gut, probieren wir es mit der 8. 8 mal 2 16, 8 mal 5 ist 14,
80 und 1 ist 41. 8 mal 3 ist 24 und 4 ist 28. Na, mal sehen. 8 minus 6 ist 2, 6 minus 1 ist 5, 11 minus 8 ist 3. Oh. Na, siehst du, hätten wir noch einen mehr nehmen können. Ist doch nicht schlimm. Denn jetzt kommt unser Endergebnis. 8 plus 1 ist 9, 7 plus 1 ist 8. Ja, und das hatte ich vorhin auch in den Taschenrechner eingegeben. Korrekterweise könnte ich jetzt hier nochmal die 352 und so weiter, ne? Einmal 352, jetzt bleibt nichts mehr übrig. Das war die Rückwärtsrechnung hier unten. Okay, ich hoffe, ja, das gefällt euch auch mit größeren Zahlen. Ich mache mal kurz Pause. Ach, naja, und wenn ich jetzt durch 4 oder durch 5-stellige Zahlen teile, das ist eigentlich egal. Das Prinzip bleibt das gleiche. Nochmal kurz erinnert, und zwar, wenn ich die 352 zu 400 mache und die 1721 zu 1700, kann ich schon mal Nullen wegstreichen und das kennen wir dann. Wie oft passt die 4 in die 17? 4 mal 4 ist 16, also passt sie 4 mal hier. Ja, ich werde das nochmal vorsichtig highlighten. Ich fange mal mit Gelb an. Also, ich sagte Gelb. Wirst du wohl gelb werden? So. 1721, diese Zahl, daraus habe ich die 1700 gemacht. Aus der 352 mache ich im Allgemeinen die 400. So, das war der erste Schritt. Demzufolge, ne, das ist diese 4. Nehmen wir mal die nächste Farbe. Na gut. Jetzt abgezogen, rückwärts gerechnet abgezogen. Jetzt habe ich aus der 3132, ne, aus dem nächsten Ergebnis und runtergezogenen Ziffer, habe ich die gemacht hier. Dementsprechend, ne, 32 durch 4 wäre gegangen, also habe ich eine 7 draus gemacht. Irrtümlicherweise. Diese 7 rückwärts gerechnet, abgezogen, kontrolliert und habe gesagt, ach, hätte noch einmal mit reingepasst. Ne? Die 868 kann locker die 352 nochmal aufnehmen. Na und? Dann schreiben wir eben diese Rechnung nochmal dahin. Das ist die Rechnung. Einmal 352 hier. Also hier in diesem Bereich. Wenn ich jetzt abziehe, waren 316 übrig. Das hat funktioniert. Runtergezogen, 3000, nehmen wir noch eine andere Farbe. 3168 heißt es, habe ich 3200 draus gemacht und habe gedacht, das passt nur 8 mal rein. Also hier diese Zahl. Habe ich 3200 gemacht, wie immer eine 400 draus gemacht, dachte ich, passt nur 8 mal rein. Was ist passiert? Nee, es blieb noch einmal, das mache ich jetzt aber mal wirklich mit richtig knallrot. Es blieb immer noch einmal 352 übrig, diese Zahl. Da habe ich gesagt, na gut, ja, dann schreibe ich die 1 dazu, damit ich sie nicht vergesse, statt hier rumzuschmieren und sage, einmal 352 ist 352, korrekterweise abgezogen, 0 bleibt übrig. Und zum Schluss habe ich zusammengerechnet und mein Gesamtergebnis, das ist es. Das ist das Ergebnis. Gleiche Verfahrensweise wie bei den anderen Videos. Am besten, ich werde dann nochmal einen Link machen, zu dem Video zurück, wer das Prinzip nochmal ganz ausführlich sehen will. Also das war Division durch dreistellige Zahlen. Und das kann man durch vierstellige machen. Das gleiche Prinzip habe ich mit zweistelligen gemacht und so weiter. Jo, na denn, ich wünsche gutes Gelingen und schönes Rechnen und immer saubere Ergebnisse und viele Einsen. Alles Gute.